Das war jetzt kein gutes Jahr, das war aber auch kein schlechtes Jahr, ne? Also deswegen denke ich nicht, dass wir international gehen müssen. Aber also wir sagen auch niemals nie. Also das ist halt einfach. Ich habe gesagt, man kann dieses Spiel verlieren, ja, aber die Reaktion war es, direkt danach eine Stunde Pause zu machen und bis jetzt gerade zu arbeiten. Also. Bei uns, wenn wir jetzt irgendwie mal kurz überlegen, wir setzen jetzt mal Edi für zwei Spiele ein, dann gibt es riesige Diskussionen. Was ist mit dem? Hat der irgendwelche Probleme? Will Big wechseln? Ich habe hier noch eine Aussage, Torins Aussage, dass uns die Firepower fehlt. Gerade auch in so einer Situation, wo es dann mal, wo es ein bisschen bergab geht, da musst du halt ganz klar sagen, hey, wir kämpfen uns da wieder raus. Ich kann mal das Intro machen. Hi, ich bin Phil. Ich sitze hier mit Roman, unserem wunderschönen Teamchef und dem wunderschönen Fatih. Okay. Was geht, Jungs? Was geht, was geht? Wir haben auch so ein bisschen das Feedback natürlich mitbekommen, auch in den letzten Wochen. Es ist natürlich immer, wenn viel passiert, dann stehen auch sehr, sehr viele Fragen im Raum und wir versuchen heute ja einige dieser Fragen hoffentlich zu eurem Gusto beantworten zu können. Und genau, dafür sind die beiden da. Ja, die letzten Tage, ich sag mal so, die letzten Wochen waren natürlich auch für uns aufregend. Das hat ja jeder mitbekommen. Wir haben uns gemeinsam mit Flo darauf geeinigt, dass bis auf Weiteres er einen Platz auf der Bank einnimmt. Ich denke, das ist in der Situation das Beste für beide Seiten. Und das haben wir ja auch schon geschrieben oder habe ich schon geschrieben. Auf die genauen Gründe können wir halt auch aus Rücksicht auf die Spieler und unser Team halt nicht weiter eingehen. Das bleibt ja trotzdem so stehen, weil wir sind als Organisation auch immer verpflichtet, uns vor die Spieler zu stellen und auch vor das Team. Und von daher können wir so ein Internas halt nicht besprechen, ne? Also das ist halt etwas, was wir leider weiterhin so standhaben wollen, aber wir wollen uns gerne euren Fragen stellen und auch gerne ein paar Insights geben, aber in dem Fall ist das die Aussage, die halt so bleibt. Ja, ich denke, für alle Parteien auch vollkommen Verständnis, auf Verständnis trifft. Fatih, wie waren so die letzten Tage, Wochen für dich? Also nach dem Katowice-Turnier haben wir halt die Nachricht sozusagen erhalten von Flo, dass er nicht mehr spielt. Dann haben wir uns auch entschieden, okay, dann lasst versuchen, den IM Brazil Qualifier sozusagen mit Matze zu spielen, also mit Hyped. Da haben wir uns auch nicht umgesehen oder so, irgendwas anderes. Wir wollten direkt Matze so die Chance geben. Flo hat auch nochmal von sich angeboten, ey, das ist sehr kurzfristig. Ich würde den Qualifier auch spielen, aber wir haben gesagt, ey, alles gut. Es ist auch eine gute Chance sozusagen für Matze, sich zu beweisen, beziehungsweise direkt Official Erfahrung zu sammeln. Und ja, der lief sehr, sehr gut, der Qualifier. Damit sind wir sehr, sehr zufrieden gewesen. Dann haben wir, sagen wir mal, nach Katowice fast 1,5 Monate fast on Tour waren. Mit vorher sozusagen Bootcamp, Kopenhagen und. Nach 1,5 Monaten haben wir dann so 3, 4 Tage Pause gemacht. Und ja, dann haben wir, ich sag mal, ich weiß nicht, wie lange trainiert und jetzt sind wir halt im Bootcamp. Und ja, heute lief nicht so gut. Also auf jeden Fall das Official lief nicht so gut. Ansonsten war der Practice-Tag sehr, sehr gut. Wir haben nach dem Official sozusagen bis eben gerade fast trainiert, eine Stunde Pause gemacht nach dem Official und unser Official war um 10 Uhr morgens. Das war nicht so viel Pause und ja, wir ziehen weiter hart durch, lassen uns nicht davon unterkriegen, dass wir heute vielleicht gegen ein vermeintlich schwächeres Team verloren haben. Auch nicht, dass wir vielleicht einen unserer stärksten Spieler verloren haben. Wir machen mal weiter und ja, das ist sehr positiv in die Zukunft auf jeden Fall. Kurz von mir, entschuldige, ich sehe das ein bisschen, dass es ein klein wenig leckt. Ich hoffe, das ja, nimmt keine großen Ausmaße an. Du hast gerade schon angesprochen, ne, Bootcamp jetzt. Nächste Station, vielleicht wenn du da mal kurz den Fan, der vielleicht nicht jeden Tag HLTV checkt, abholst, was jetzt so ansteht. Ja, also nächstes Event ist Pro League für uns. Fliegen wir am Montag, glaube ich, hin, Roman. Nee, Montag stimmt schon. Ja, genau, also am Montag hin. Das heißt, wir machen, glaube ich, bis Sonntag Bootcamp oder bis Samstagabend. Dann fährt nochmal jeder nach Hause, einen Tag Pause vor der Abreise. Und ja, jetzt haben wir hatten ja diese Woche noch CCT gehabt, haben jetzt ein bisschen mehr frei und können nochmal hart suchten, nochmal alles befestigen. Ist halt relativ viel, was im Moment passiert, weil die Leute werden mit neuen Situationen konfrontiert. Ist natürlich immer sehr, sehr, sehr schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und den Schedule müssen wir dann heute Abend noch ein bisschen planen, was wir so die nächste Zeit genau machen, weil wir den nicht so vorplanen konnten, wie wir es sonst machen, wegen dem CCT-Turnier. Ja, ansonsten wird dann weiter gesuchtet und ich gehe von, auch wenn heute nicht so gut war, ich gehe von einem echt guten Pro-League-Turnier aus. Das war auf jeden Fall, sind das meine Hoffnung. Wir haben eine starke Gruppe. Starke ersten Gegner, starken zweiten Gegner.
Aber ich denke, wir können auf jeden Fall einige noch überraschen. Da ich es jetzt in unterschiedlichen Variationen schon gesehen habe im Chat, ist natürlich ne, das ganze Thema Thematik Consistenz irgendwie im Roster. Ich denke, das spreche ich auch für euch beide, könnt ihr auch euch gerne ergänzen. Ist natürlich besser, wenn du dich lange einspielen kannst, ne, mit dem gleichen ja. Lineup. Ja. Also ich habe da ja schon mal was zu gesagt, ne? Also ja. Wir haben, das ist halt aus Coaching-Sicht halt auch unheimlich schwierig, wenn du ständig wieder mehr oder weniger, man fängt natürlich nicht bei Null an, aber man hat immer wieder eine neue Herausforderung, eine andere Konstellation. Du musst Posis wechseln, du musst die Philosophie wieder erklären. Ich denke, das ist halt unheimlich schwierig, wenn man kontinuierlich so viele Wechsel hat wie wir, was wir natürlich nicht wollen, dort halt eine Konstante hinzukriegen. Ne? Und ich glaube, Fatih macht das halt sehr gut, kompensiert das immer wieder. Aber jeder von uns wünscht sich halt ein kontinuierliches Line-up. Und das ist das, was wir zu 1000% anstreben. Wir haben kein Interesse daran, ständig zu wechseln. Und leider Gottes sind halt auch mal wieder persönliche Sachen, die damit einspielen. Und natürlich auch spielerische. Ne? Also das ist immer so ein, beide Seiten muss man betrachten. Und ich denke, wir machen aus jeder Situation das Beste. Manchmal ist es von außen nicht ganz nachzuvollziehen, warum jetzt gerade ein Wechsel passiert. Aber da gehören halt mehrere Dinge dazu, die man halt manchmal nicht so offen kommunizieren kann. Auch aus Schutz für den Spieler und aus Schutz zu unserem eigenen Team. Und ich denke, das ist natürlich, wirkt manchmal komisch, aber wir haben jetzt mit der Konstellation auf jeden Fall ein Team, wo wir dran halten wollen, wo wir eine Perspektive sehen, wo wir denken, wir können erfolgreich ins Jahr starten. Das mit Flo ist leider dazwischen gekommen, aus verschiedenen Gründen. Und wir werden jetzt alles dafür tun, dass das jetzt mal länger hält und wir erfolgreich auf das Line-Up bauen können und halt auch einfach kontinuierlich daran arbeiten können, bestimmte Prozesse zu optimieren. Was sind denn so, Fatih, wahrscheinlich an dich und zum Teil wahrscheinlich auch an Roman, die ersten Schritte, wenn ihr einen neuen Spieler jetzt zum Beispiel hyped ins Team integriert? Sicherlich hier auch nochmal die Thematik, dass er auch schon bei uns Big Home Academy-Spieler ist und war. Ja, also erstens verstehen wir uns natürlich mit den Academy Boys sehr, sehr gut. Unsere Freunde, so, das hilft auf jeden Fall, dass wir schon mal sofort eine gleiche Wellenlänge haben. Die haben fast die gleichen Bezeichnungen. Jetzt auch, dass Eli, ich sag mal, ein paar Monate mit uns gespielt hat, hat er auch nochmal die Philosophie verstanden und versucht auch so das Team zu führen. Das heißt, das Academy-Team spielt ähnlich wie das Big Main-Team und haben ähnliche Callouts und so weiter. Deswegen ist es nicht so schwer, einen Spieler direkt zu integrieren oder mit ihm vielleicht als Stand-in gut auszusehen, so wie in dem ersten Turnier. Jetzt ist die Schwierigkeit natürlich, jetzt sind wir im normalen, ich sag mal, Prac-Alltag. Da wird viele neue Sachen gelernt. Man wird versucht, Systeme aufzubauen und so weiter. Das ist dann alles ein bisschen, benötigt alles mehr Zeit. Und wenn man dann noch einen schlechten Tag erwischt wie heute, kann das mal alles passieren. Ich sehe das nicht so tragisch, so ein Online-Turnier mal auszuscheiden. Nochmal insgesamt zur Integrierung eines anderen Spielers. Also bei Eli war das zum Beispiel auch so ähnlich. Der kannte viele Sachen von uns. Natürlich nicht alles, das müssen wir dann immer so nacharbeiten und ja, für das wir so viele Stand-ins haben oder hatten, war eigentlich unser letztes Jahr ganz in Ordnung, würde ich sagen. Klar schaffen wir hier und da die Playoffs nicht, aber immer noch ist das, was man erreicht, so immer knapp zwischen Top 16 EU oder Top 16 auf der Welt. Und im Moment mit den unkonstanten Line-Up ist das, denke ich, schwer, viel besser hinzukriegen, ohne viel Zeit. Deswegen müssen wir erstmal ein bisschen warten, Geduld haben und die Jungs sich einspielen lassen und hoffentlich auch mit etwas Glück dann die Playoffs hier und da erreichen und vielleicht auch für eine Überraschung gut da sein. Das habe ich so im Kopf. Ich sehe gerade, Blackschnopf 69 wurde von Blizzy bezahlt. Wenn es nicht klappt mit dem Monster, dann Blizzy Comeback. Ich hoffe, zahlt dir genug. Der hat einige von diesen Leuten. Ja, die infiltrieren hat sehr viele. Oder er ist das mit einem seiner zahlreichen Zweit- und Dritt-Accounts. Nein, aber um bei Fatih nochmal anzuknüpfen, also das letzte Jahr, trotz der vielen Wechsel, das war jetzt kein gutes Jahr, das war aber auch kein schlechtes Jahr. Ne? Also wir sind am Ende 14. gewesen in der Rangliste, trotz der vielen Wechsel, die halt auch immer Punkte kosten, das darf man nicht vergessen. Deswegen sind wir jetzt auch vom 14. auf den 17. abgerutscht. Ne? Also das kostet jedes Mal, wenn man wechselt, Punkte und man droppt im Ranking, sonst wären wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen weiter oben. Aber ich denke, das Jahr war dennoch okay. Ne? Also wir haben viele
Platzierung gehabt, auch oberhalb dieser 13. bis 16. Plätze. Ne? Und das zum Beispiel auf dem Major waren wir 9. bis 11. Wir haben bei jedem Turnier teilgenommen. Aber das ist natürlich nicht unser Anspruch. Wir wollen langfristig, die Frage kam auch auf, wir wollen langfristig in die Top 10. Das ist ein realistisches Ziel. Wenn wir mit dem Line-Up weiter so trainieren können und die Konstanz drin reinkriegen, dann werden wir das auch schaffen. Aber es ist halt jetzt ein Prozess, der halt beginnt. Ne? Also es dauert ein bisschen und wir werden das hinkriegen. Wir müssen halt hart dafür arbeiten. Und das bedeutet halt auch, dass all die Jungs, die jetzt gerade im Line-Up sind, halt nochmal ein bisschen mehr machen müssen, als wenn wir schon diese Kontinuität und diese ganzen Prozesse optimiert hätten. Ne? Diese ganzen Automatismen kommen halt mit der Zeit, aber dafür braucht man halt einfach auch gewisse Routinen. Ja. Also ich würde nochmal gerne auf die Frage von dem Fabs 131 eingehen, beziehungsweise aus der Aussage. Die Reaktion auf ein 2-0 gegen so ein Team finde ich absolut falsch. Das darf nicht passieren und das muss man auch so aussprechen und dann an den Problemen arbeiten. Und das als kann mal passieren, wegzureden, ist es nicht. Also erstens, du hast keine Ahnung, wie wir arbeiten. Ja. Zweitens, hast du wahrscheinlich vorher nicht zugehört, was ich genau gesagt habe. Ich habe gesagt, man kann dieses Spiel verlieren, ja, aber die Reaktion war es, direkt danach eine Stunde Pause zu machen und bis jetzt gerade zu arbeiten. Also das wird nicht weggeredet, ja, aber trotzdem kann sowas mal passieren. Das ist CS. Man kann gegen ein schlechteres Team verlieren, wenn man einen schlechten Tag hat. Und das sagte jemand, der 1000 Jahre Erfahrung hat. Ja, dann merkt man halt, wie wir danach Comeback machen und danach halt ein nächstes Turnier besser spielen. Und es gibt viele Teams, die auch hier und da den ein oder anderen Qualifier nicht geschafft hätten, auch mit Stand-in-Situationen. Und ich denke, das haben wir bis hierhin gut gemacht. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, das war Katastrophe, alle Hoffnung ist verloren, wäre das wahrscheinlich nicht besser. Also ich glaube, also sowohl Fatih als auch ich, wir haben zigmal in unserer Karriere auch gegen Teams verloren, gegen vermeintlich schwächere Teams, gegen die man eigentlich nicht verlieren durfte. Das gehört einfach dazu. Auch ein absoluter Top-Fußball-Club verliert mal gegen Drittligisten. Das kommt eigentlich jedes Jahr vor. Deshalb die Aussage, man darf gegen solche Teams nicht verlieren, ist aber ein bisschen schwierig, ne? Aber grundlegend gehen wir natürlich als Favorit in so ein Spiel und die Reaktion, hat Fatih ja gerade schon gesagt, war halt genau die richtige. Also die Jungs haben, du musst danach hinsetzen, das analysieren und das Spiel halt aufarbeiten. Und das ist die Reaktion, die gezeigt wurde und das ist die richtige Reaktion, ne? Also ich denke, das ist relativ klar und einfach zu beantworten. Ich denke, so eine Niederlage wäre im LAN viel, viel schwieriger. Also viel schwerwiegender als online. Von den Trainings her, die wir viel ernster nehmen, wurden wir auch bestätigt, dass wir hier und da die Schwachstellen haben und an denen wird gearbeitet. Und die Woche ist noch lang und wir sperren uns jetzt ein und werden halt die Sachen richtig gut angehen. Also hier kam auch die Frage, wie oft wird in der Woche trainiert? Also die Jungs trainieren in der Regel 6-mal die Woche. Aber die Regel ist im Moment eigentlich 7-mal. Ja, die Regel ist im Moment 7-mal. Also ich denke auch, es gibt halt einfach unheimlich viele Turniere. Dadurch, dass man halt auch einige Qualifiers spielen muss, hat man halt auch wenig frei, zwischendurch mal einen längeren Zeitraum. Das ist schon immens, was die Jungs an Pensum haben. Und das ist ich kriege das ja tagtäglich mit einem normalen Job halt auch nicht zu vergleichen. Das ist halt ein unheimlicher großer Zeitaufwand. Das ist halt, ich vergleiche da, also für mich ist das halt Sport, ne? Also du musst Leidenschaft haben, du musst die richtige Einstellung haben und du musst physisch und auch psychisch halt der Belastung standhalten. Ne? Das ist halt unheimlich schwierig. Gerade auch in so einer Situation, wo es ein bisschen bergab geht, da musst du halt ganz klar sagen, hey, wir kämpfen uns da wieder raus. Hier sind ganz viele Leute, die mich irgendwie von damals hier. Mein Recall-Guide will ich vergessen und alt geworden bin ich auch, ja, wer ja. Das da oben geschrieben hat. Ich gebe mal Jonas Bescheid, den müssen wir eigentlich nochmal aufnehmen. Also wenn das damals so ein Erfolg war. Nee. Ich hätte noch eine Frage an dich und vielleicht an Roman Fatih. Wie nehmen denn die Spieler die Wechsel auf? Ist ja nicht nur für dich, Fatih, schwer. Vor allem, wie wir oder ihr auch die Motivation hochhaltet. Stelle ich mir extrem anstrengend vor, gerade mental. Ja, mental ist natürlich nicht einfach. Wir haben halt so ein Denken, ey, wenn es für den Spieler das Beste ist, dann sozusagen, dann ist es in Ordnung. So, dann freuen wir uns und wollen ihn auch als Freund so unterstützen und versuchen halt nach vorne zu blicken. Und Rische hinterlässt dieses Loch, aber das kann halt auch eine Chance sein für einen anderen Spieler, wie zum Beispiel dann halt Matze, der vielleicht anders noch länger gebraucht hätte, um zu scheinen. Und so kann er sich halt schon mal, also wichtige internationale Erfahrungen mit,
gewünscht hätte man sich natürlich anders, das ist ja klar. Und die anderen Spieler natürlich verlieren die ein Teammate, mit dem sie jahrelang zusammengespielt haben. Bei Flo wussten wir, wie er denkt, wie er sich auf der Map bewegt. Ja. Und all seine Sachen waren halt natürlich klar. Und jetzt mit Matze versuchen wir halt, das bei ihm kennenzulernen, seine Stärken zu spielen. Er versucht auf unsere Stärken zu spielen. Und es dauert alles ein bisschen. Deswegen ist es so eine Art von Traurigkeit, aber auch gleichzeitig versucht man, es jemandem zu gönnen, der es sehr verdient hat, auf jeden Fall die große Bühne zu spielen, auf der großen Bühne zu spielen. Und Mainz 87, psychologische Bewertung beziehungsweise Umgehen mit Stress und Drucksituationen. Wir gehen da gemeinsam mit um. Wir haben auch schon mit Sportpsychologen zusammengearbeitet. Mental Coaches auch. Also ich denke, das ist ein Thema, was immer moderner wird oder beziehungsweise mehr Beachtung finden muss im E-Sport. Und es gibt halt viele Hebel, die man immer ansetzen kann. Und man muss halt immer gucken, wo setzt man an. Ne? Also wenn man zu viel macht, in alle Richtungen, man kann jetzt in jedem Bereich einen Coach holen, dann kann das auch nach hinten losgehen. Man muss halt immer gucken, was gerade wichtig ist und was kontinuierlich wichtig bleibt und wie man das in den Tagesplan halt mit einbringt. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ja, gerade der Stress und die Drucksituation, das ist, wird eher mehr als weniger. Und in der Hinsicht kann man sich immer verbessern. Also das ist ja wie bei jedem Job. Also man muss sich halt weiterentwickeln. Man muss gucken, wo sind Dinge, wo man ansetzen kann, wo sollte man Dinge verbessern als Spieler, so wie auch ich oder jemand, der rund ums Team arbeitet. Das machen wir eigentlich tagtäglich, ne? Also das ist ja das, was ich jetzt auch mache. Im Prinzip schauen, wie kann man Prozesse optimieren, wie kann man Dinge kompensieren, wie schafft man eine gute Arbeitsstruktur, dass halt professionell gearbeitet werden kann. Also ich denke, wir kriegen das, Fatih und ich kriegen das sehr gut hin, aber es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, ne? Also man hat halt nie ausgelernt. Ich denke, das Wichtigste dazu sagen ist auch einfach, die Spieler, egal ob er Mental Coach oder nicht hat, ist das Wichtigste, dass er das halt mit Erfahrung auch lernt. Ne? Natürlich begleitend ist das natürlich keine schlechte Idee, aber das Wichtigste, auch die besten Spieler der Welt konnten das erst mit Erfahrung halt lernen, wie zum Beispiel ein Nico oder mit das ganze G2-Team ist ein gutes Beispiel. Haben natürlich einen Mental Coach, hatten aber schon mehrere Mental Coach und es geht halt auch darum, dass man selber etwas versteht und der Mental Coach hilft dir halt dabei, die Sachen zu verstehen, aber die versteht man halt erst meistens mit Erfahrung und das ist natürlich etwas, was diesem Team jetzt etwas fehlt, ne? Die so ein bisschen erfahreneren Spieler, natürlich mit Johannes haben wir einen, ja, natürlich sind alle anderen auch schon länger unterwegs, aber du brauchst auch so von der Art und Weise einen oder von dem Spielstil her einen, der erfahren ist und der dir dann auch halt, das hilft auch mental, wenn du einen Ingame hast, der dir in Klatschsituationen total die Ruhe hinweg ist und dir genau sagen kann, hey, bleib cool, mach das jetzt so. Das hilft natürlich auch und das lernen wir halt im so. Man muss auch so denken, dass Karim halt noch nicht mal ein ganzes Jahr spielt, obwohl es schon echt jemanden viel länger vorkommt, also auf dem Niveau. Ja, Matze ist jetzt seit ganz kurzem erst dabei. Josef hatte letztes Jahr immer wieder Ausfälle, Einsätze, Ausfälle, weißt du, das ist, und wir hoffen, dass es halt gut, dass wir gut daran vorankommen und blicken nach vorne halt in die Pro League jetzt. Ich bekomme natürlich auch ein bisschen mit, habe euch ja auch lange vor Ort begleitet, gesehen, wie ihr quasi, ne, gewachsen seid, an Herausforderungen gewachsen seid, auch an Niederlagen gewachsen seid, und das geht halt nicht von jetzt auf gleich. So, ne? Jedes Event prägt dich, jedes Spiel prägt dich irgendwo, du wächst an jeder Challenge, und das ist auch, mal ehrlich zu sagen, ne, 10.000, 100.000 Leute gucken dir zu, du bist irgendwie 20 Jahre alt und von dir wird einfach straight up gefordert, dass du jeden umballerst am Server. So. Und wenn du es nicht tust, dann hast du die Leute in den DMs hängen. Dann wird dein Rauswurf debattiert, in welchen Foren, dann wird an deinem Spielstil rumkritisiert. Dann musst du als 20-Jähriger erstmal vor Augen halten. Ne? Und ich weiß nicht, was ich oder ihr mit 20 gemacht habt, ne? Aber das muss man halt auch immer noch mal sehen. Das ist auch, ich glaube, das ist halt eine Charakterfrage. Ne? Also der eine kommt damit unheimlich gut klar und ist eher extrovertiert und genießt das.
genießt auch die Competition und den Druck. Und der andere ist vielleicht ein genauso großes Talent, aber ist eher introvertiert und kommt mit diesem Druck halt nicht so gut klar. Ne? Das heißt aber nicht, dass er nicht auch den gleichen Weg gehen kann und genauso viel Erfolg haben kann wie der andere. Also ich glaube, er muss halt bloß das anders gestalten. Ne? Und beide Charaktere können sehr erfolgreich sein, wenn das Talent stimmt und wenn sie hart arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist der Weg für den einen halt schwerer als für den anderen. Ich werde ja auch für ein Transferfenster wie im Sport, zum Beispiel Fußball. Grüße, Christian. Ich wäre halt ein absoluter Befürworter davon, wenn man sagen würde, man könnte auch mit Auswechselspielern spielen, man könnte beliebig Academy-Spieler einwechseln und also dass wirklich mal, dass wirklich so eine Situation entsteht, dass du halt beliebig, je nach Leistung, das ist ein Leistungssport, was die Jungs betreiben, und je nach Leistung halt auch ein- und auswechseln könntest, ne? Also das ist zum Beispiel beim Fußball ja auch gang und gäbe. Das heißt, bedeutet aber, dass du die ganzen Regularien auch einfach ein bisschen aufweichen müsstest. Und ich denke, dass das irgendwann so kommen wird. Ich denke auch, dass diese Punktabzüge, wenn man einen anderen Spieler reinbringt, der eigentlich aus eigenen Reihen kommt, sprich aus einem Academy-Team, finde ich eigentlich destruktiv und schlecht. Also ich meine, dadurch hat das gesamte Team einen Nachteil. Ich sage, wenn die Mehrheit des Teams wechselt, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn man einen Wechsel macht und dann zieht man 20% der erspielten Punkte ab, also das hindert einen halt auch immer mal, einen jungen Spieler die Chance zu geben. Man spielt dann halt eher das ganze Jahr mit jemandem zu Ende, weil man dann halt auf Punkte schauen muss. Und die Academy-Spieler würden halt viel, viel früher Chancen bekommen, auch mal auf dieser High Competition sich zu zeigen und vielleicht auch mal den einen oder anderen zu überraschen. So ist es halt immer ein ewiger Prozess und man tut sich immer sehr schwer damit zu sagen, okay, man setzt jetzt mal einen ein, obwohl die Jungs eigentlich verdient haben, weil das immer ein riesen Thema ist. Ne? Also normalerweise, wenn man jetzt in der Bundesliga mal guckt, da spielt auf einmal irgendwie mal ein 17-Jähriger mit. Das kriegt man erst mit, wenn der auf dem Feld ist. Ne? Bei uns, wenn wir jetzt irgendwie mal kurz überlegen, wir setzen jetzt mal Edi für zwei Spiele ein, dann gibt es riesige Diskussionen, was ist mit dem, hat der irgendwelche Probleme, will Big wechseln. Das sind halt immer so eine Themen, die dann halt direkt aufkommen und ist ja auch nachvollziehbar, weil es halt einfach nicht üblich ist. Aber ich denke, in der Zukunft fände ich dieses System halt auf jeden Fall besser. Aber das ist total subjektiv, ne? Also der eine findet das besser, der andere das. Ich bin auf jeden Fall großer Freund davon zu sagen, man kann innerhalb des Clans, des Teams beliebig wechseln, wie man möchte, wenn die Spieler halt alle im gleichen Team spielen und das sind die Academy-Jungs nun mal, fände ich für alle Seiten positiv. Man sieht jetzt auch bei anderen Teams, die mal versuchen, irgendwie einen Academy-Spieler bei ihnen spielen zu lassen. Im Großen und Ganzen sind unsere Academy-Spieler die es längerzeitig geschafft haben. Wir versuchen, denen wirklich auch länger die Chance zu geben und an denen zu arbeiten, wie viel mit Demos mit denen zu schauen. Ja, das Maus-Team ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass es geklappt hat. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass sie auch weiter gut spielen werden. Die hatten jetzt ein schlechtes Turnier, aber das Problem ist halt, wenn du diese Stand-in-Regel hast und einen Academy-Spieler reinholst, ist es sofort sein erster großer Auftritt auf der großen Bühne. Und wenn der mal nicht so gut performt, dann hält ihn sofort jeder für low. Und das ist halt das Problem, anstatt zu sagen, okay, der braucht noch ein bisschen, hält ihn dann jeder für low und damit wird er dann abgestempelt. Ich habe hier noch eine Aussage, Torins Aussage, dass uns die Firepower fehlt und die individuelle Erfahrung für Tier 1. Ja, uns fehlt die individuelle Erfahrung auf Tier 1. Also ich meine, das ist ja das, woran wir arbeiten. Ne? Also das ist ein Prozess und je länger wir an den jungen Wilden, die wir selbst ausgebildet haben, festhalten, desto mehr Erfahrung kriegen sie ja. Das heißt, das wird irgendwann kompensiert und dann stehen wir sehr gut da. Aber das ist halt eine Übergangszeit, die wir da brauchen oder die Jungs auch brauchen. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Ich meine, auch ein Karim, hat der Vati schon gesagt, ist jetzt ein Jahr bei uns, hat unheimlich viele Turniere gespielt, aber vergleicht das jetzt mal mit Spielern der anderen Teams, die haben 16, 17 schon diese Turniere gespielt, ne? Die haben halt einfach da auch einen Vorteil, also was die Erfahrung angeht, ne? Und die haben diese ganzen Automatismen und die Handlings einfach so drauf, dass es halt einfach, da merkst du halt noch einen Unterschied. Du merkst bei unseren Jungs, die haben unheimlich viel Talent, aber da fehlt halt in gewissen Aktionen einfach noch die Erfahrung. Und die kommt mit der Zeit und daran arbeiten wir hart. Deswegen denke ich nicht, dass wir international gehen müssen und bin der Meinung, wir kriegen das halt auch so hin. Aber
also wir sagen auch niemals nie. Also das ist halt einfach, wir glauben jetzt an das Team. Ich glaube ganz fest an das Team. Ich denke, wir können mit dem Team Erfolg haben, auch mit der deutschen Basis, die wir vertreten. Wir sind mit Abstand das beste deutsche Team. Das ist uns auch wichtig. Also wir verkörpern auch so ein bisschen den deutschen Nationalmannschaftsgedanken. Haben wir seit Jahren und den wollen wir auch beibehalten. Und wir wollen den deutschen E-Sport halt auch fördern und sind uns da auch bewusst, dass wir da eine wichtige Rolle einnehmen. Vielleicht auch manchmal ein bisschen zu wenig machen, aber wir denken halt, dass das halt dass unsere Basis ist und dass unsere Aufgabe ist, auch den deutschen E-Sport zu fördern, ne? Und auch immer wieder Talente rauszubringen. Ja, und das ist halt nicht nur ein Slogan, sondern wir versuchen das halt wirklich durchzuziehen. Natürlich wäre der leichtere Weg, irgendwelche High-Tier-One-Spieler zu verpflichten, wo ich einen leichten Job habe, mit niemandem eine Demo-Review machen muss, stundenlang, oder mir überlegen muss, wie ich demjenigen ein System beibringe, ohne, also sozusagen der Erfahrung simuliert. Man sieht auch viel in den Spielen, die wir verloren haben. Es fehlt mehr an Erfahrung als an Firepower. Und wenn man mehr an Erfahrung gewinnt, steigt auch die Firepower, weil das Talent ist da, aber die Erfahrung noch nicht. Und ich denke, das ist ein großes Problem, an dem wir arbeiten. Ich denke, es wird niemand da draußen ein Mittel haben, um Erfahrung zu simulieren. Ja, würde ich gern sehen von anderen Coaches, wie die das schaffen, oder von anderen Teams konstante Ergebnisse erzielen mit einem sehr, sehr jungen Team. Ich denke, das ist sehr schwer. Man muss so überlegen, es gibt viele Spieler da draußen, die haben diesen Jahreszirkel schon sehr oft gespielt. Zum Beispiel ein Kadim hat noch nie ein Turnier zweimal gespielt. Ja. Er hat noch kein einziges. Und das vergessen Leute, die vergessen, ey, der ist seit 1000 Jahren gefühlt da, aber nein, ist er auch nicht, zum Beispiel. Ja? Genauso wie vielleicht Josef oder vielleicht auch ein anderer. Deswegen muss man das halt alles bisschen so sehen, und man muss halt die Analysten wieder reden lassen. Sie haben ja nicht so viel Unrecht, ne? So ist nicht, ist ja klar. Dass wir eine Bombe verloren haben mit Risch, ist ja auch klar. Also das ist ja, also das wird doch jemand verneinen. Aber wir wissen, dass wir halt jetzt alle noch mehr machen müssen, und deswegen saßen wir auch nach einer Niederlage. Ich glaube, ich bin seit ungefähr 13 Stunden wach. Ich glaube, Roman ist seit 14, 15 Stunden wach. Ja, nach diesem Stream gehe ich nach Hause wahrscheinlich oder ins Gym, und dann wird heute Abend wieder auf den Server gegangen. Und soll auf jeden Fall niemand nachsagen, dass wir so eine Niederlage, deswegen war ich auch ein bisschen tilt vorhin, einfach so hinwegnehmen und uns totlachen, weil wir online weggeschossen wurden. Deswegen, also wir versuchen das halt richtig zu verarbeiten und halt diese fehlende Erfahrung zu simulieren, indem wir halt mehr arbeiten. Liebe Grüße auch an Josef, der sich hinter dir Platz genommen hat. Ne, ich muss so machen, ne? Seite, genau. Chup. Das ist halt auch einfach, also das sind halt Emotionen nach solchen Spielen, ne? Auch wenn das jetzt ein kleines Online-Turnier war, am Ende ist das halt eine Niederlage, die jeden schmerzt, ne? Und das ist, wenn ihr die Jungs hier mal vor Ort mitbekommen würdet nach so einer Situation, das ist halt, also die leiden halt richtig, ne? Und es bringt halt auch nichts, denn da draufzuhauen, sondern man muss halt einfach dann wieder den Kopf hoch machen und halt an den Dingen, die schiefgelaufen sind, arbeiten. So, das macht ja im Prinzip jedes Team, ne? Die einen machen es ein bisschen besser, die anderen machen es ein bisschen schlechter. Und ich denke, deswegen hat Fatih auch ein bisschen emotional reagiert, aber ich denke, das ist auch genau der richtige Weg. Also da muss man sich dann vors Team stellen und sagen, hey, ihr wisst nicht, wie es denen jetzt emotional geht nach so ein Ding, und es wird den ganzen Tag hart gearbeitet. Das ist ein unheimlich anstrengender Tag gewesen. Und dann so eine Aussage zu bekommen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ich kann es auch aus eurer Sicht nachvollziehen, oder ich weiß jetzt nicht, wer die Aussage getroffen hat, aber es ist natürlich, wirkt, ihr kriegt ja nicht alles mit, und das ist, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen transparenter werden, aber das sind halt so eine Sachen, die, man verarbeitet solche Niederlagen halt immer, und man arbeitet effektiv daran, dass bestimmte Dinge halt nicht mehr passieren. Und es wird nie auf die leichte Schulter genommen und einfach gesagt, na gut, das ist halt so, wie es ist, und dann war es das. Die Frage kam jetzt auf, warum nimmt man T2-Events an, und also ich, jedes Mal blamieren stimmt jetzt auch nicht. Es gibt halt einfach auch Online-Turniere, die, das ist halt auch, die kleineren Online-Turniere wie das CCT jetzt, ne, das sind halt auch gute Trainingsmöglichkeiten, ne? Also gerade für einen Matze, der jetzt noch nicht so viele Officials mit dem Main-Team hatte, ist das halt auch eine Zeit, genauso wie der Rio-Qualifier, ist das einfach eine Plattform, wo man sich zeigen kann, wo man Erfahrungen sammeln kann. Und die Erfahrungen sind manchmal auch negativ, aber das sind auch Erfahrungen, ne? Mit Erfahrung wächst man, und man
man lernt dazu, man kann den richtigen Weg gehen, man muss halt bloß damit richtig umgehen. Ne? Also du kannst die Niederlage so verarbeiten, dass sie dir am Ende was bringt. Und dann ist es keine Niederlage, dann ist es eigentlich ein Sieg. Bloß das ist halt was sehr Komplexes und Individuelles. Aber im Endeffekt, denke ich, ist es gut, wenn man diese Competition weiterhin hat. Und ja, genau. Es ist ja einfach so, dass es ein bisschen anstrengender Trainingstag ist. Wenn wir heute zum Beispiel gewonnen hätten, hätte ich mir, denke ich, mal vorgestellt, dass wir ein bisschen länger Pause gemacht haben hätten, dass wir vielleicht wieder das Spiel analysiert hätten. So war es noch intensiver, so ging es auch noch um andere Maps, so ging es um Spielphilosophie. Das hat mehrere Stunden gedauert, sehr, sehr kraftaufwendig. Und ich denke, das ist das beste Training. Gerade in so Online-Turnieren zu verlieren, ist meiner Erfahrung nach sehr gut, weil du dann viele Seiten aufgezeigt bekommst, die an denen gearbeitet werden muss. Wir deswegen das angenommen haben und gleichzeitig eh ein Bootcamp machen wollten. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut in den Schedule passt, weil wir auch unter anderem davor noch eine Pause gemacht haben. Ich denke, das sind gute Kombinationen. Ich hatte noch, glaube ich, eine Frage. Mhm. Grüßt euch, Bicklein. Ich weiß nicht, ob die Frage schon aufkam. Euch bzw. Gob wird auch vorgeworfen, dass die Strats oder Playstyle zu steif sind und zu predictable. Was ist da eurer Meinung nach dran? Wie viel kannst du da dafür? Also steckt da alleine Gobs Wille drin oder die vom gesamten Team, Tapsen etc.? Und wie kommt es momentan, dass es manchmal absolut genial, flüssig, logisch wirkt und dann stockt es wieder komplett und man verfällt wieder in ein CS, was in den Basic total lenkt? Also ja, das wird uns auch oft von Roman vorgeworfen und von Blizzy. ist auch auf jeden Fall richtig gute Beobachtung auch. Ich denke, wir haben Tage, da läuft es sehr, sehr gut. Man hält sich gut an den Gameplan, man versteht den Gameplan. Das Wichtige, was ich denke, was man verstehen muss, ist, wir haben große Schwachstellen als Verteidiger. Da ist es sehr viel Fundamental CS. Also fast schon mehr als auf der T-Seite. Auf der T-Seite kann man einen besseren Gameplan fahren, kann Johannes viel besser die Leute kontrollieren. Als CT ist man eher so, also Reactive CS wird dort mehr gebraucht und ja, da kommt dann Erfahrung mit ins Spiel. Früher war das für uns sehr, sehr leicht, wenn wir unsere Equipment gesaved haben, da wussten wir, wie wir es handeln müssen, wir wussten, wie wir traden mussten und das ist alles Konzepte, die wir noch so ein bisschen lernen müssen und deswegen sieht das manchmal so aus. Ich denke, dass wir häufig nicht so predictable spielen, manchmal ja, also du hast auf jeden Fall recht. Und ich denke, dass die fehlende Erfahrung und deswegen halt aus dem resultierenden fehlenden Skill, weil man diese Erfahrung einfach noch nicht hatte, daraus resultiert, dass man manchmal echt es an den Basics hängt. Ihr kennt das bestimmt aus anderen Situationen. Ihr habt irgendwas Leichtes drauf, versucht etwas Komplizierteres zu lernen und dann kriegt ihr das Leichte auf einmal nicht mehr hin, weil eure ganzen Gedanken oder eure Energie in das, ich sag mal Anführungszeichen, kompliziertere oder schwierigere geht und ich denke, das passiert ab und zu und besonders an Tagen, wo wir Off-Days haben, da kann der Gameplan noch so gut sein, funktioniert dann nichts und das ist dann das, was du da beobachtest, denke ich. Aber ist Matze jetzt fest im Lineup oder wird noch eine neue AWP gesucht? Wir wollen auch nur Spieler im Academy-Roster haben, die das Potenzial haben, halt irgendwann diesen Step zu machen. Manchmal findet man das halt nach einer Weile erst raus, aber ich denke, bei Matze war das relativ schnell klar und er hat sich diese Chance verdient. Das ist eine Chance, die er jetzt hat. Wir gucken uns das jetzt ganz in Ruhe an, sowohl Matze als auch wir. Wir werden dann nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten, wir werden regelmäßig Gespräche führen und werden dann halt schauen, ob das was Langfristiges ist. Aber wir gehen fest davon aus. Also wir halten sehr viel von Matze oder ich auch. Ich denke, er ist ein sehr, sehr intelligenter Spieler, der gut adaptieren kann, der gut auch damit umgehen kann, wenn Dinge mal nicht so laufen und der halt sehr, sehr lernbereit und lernfähig ist. Also ich denke, das ist eine unheimlich wichtige Eigenschaft und von daher sehe ich da sehr optimistisch in die Zukunft für Matze und denke, dass er sich sehr schnell in das Team finden wird. Sein Talent hat er jetzt schon beim Rio Qualifier gezeigt. Da war er der beste Spieler des Turniers, nicht nur von den Stats her, sondern auch aus meiner Sicht. Und ich denke, er kann da schnell an solche Leistungen anknüpfen. Also er hat Riesenpotenzial, was noch bei Lang nicht ausgeschöpft ist. Von daher suchen wir auf gar keinen Fall eine Alternative gerade. Wie gesagt, also das haben wir ja schon resümiert, das letzte war jetzt kein gutes Jahr, es war aber auch kein schlechtes Jahr. Ne? Es war ein
befriedigendes Jahr und was jetzt nicht unsere Ansprüche sind. Ich meine, diese Ansprüche habt ihr ja auch, dass ihr uns in den Top 10 seht und das haben wir jetzt letztes Jahr nicht erreicht. Wir sind aus meiner Sicht aufgrund der Wechsel knapp dran vorbeigeschrammt, aber unter den Voraussetzungen war das ein Jahr, was, man muss das jetzt nicht vergessen, ne? Also wir hatten einige gute Events, wir wurden in Dallas Dritter, wir haben Rootbet gewonnen gegen sehr gute Teams, wir haben uns für alle wichtigen Turniere qualifiziert, wir sind auf dem Major Neunter geworden, Finnland sind wir Zweiter geworden, auch mit einem relativ guten Teilnehmerfeld. Also es gab Höhen und Tiefen, aber wir wollen, das heißt, was halt die ganze Zeit gefehlt hat, ist halt die Konstanz, ne? Also wir wollen halt dieses Jahr hinkriegen und das aufgrund der Kontinuität im Line-Up, dass wir halt eine Konstanz reinkriegen und dass wir halt das Level halten können, ne? Und ich denke, dann ist es auch möglich, wenn man sich da etabliert, halt auch mal wirklich um ganz oben mitzuspielen, ne? Das heißt, also wir sind, glaube ich, auf jeden Fall noch einen ganz, ganz großen Schritt von den Top 5 entfernt, muss man realistisch so sehen. Aber wir können auf jeden Fall auch mal diese Teams schlagen, ne? Also ein G2 ist aus meiner Sicht im Moment weit vorne weg, aber alle anderen Teams sind uns voraus, aber man kann sie immer auf einem Turnier schlagen, ne? Und wir müssen es hinkriegen, dass wir konstanter werden und dann ist das auf jeden Fall möglich. Danke euch beiden, danke an Chat, danke Chat fürs Kommen, danke für die schönen Fragen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Ciao.